Der Holiday Park im pfälzischen Hasloch gehört zu den ältesten Freizeitparks in Deutschland. Da ich selber erst zweimal im Holiday Park war, habe ich mir einen Experten als Unterstützung dazu geholt, und zwar Nick von Coaster World Freizeitpark Channel. Schaut unbedingt mal auf seinem Kanal vorbei, einen Link findet ihr in der Beschreibung. In diesem Video soll es nun um die 10 Highlights unter den knapp 40 Attraktionen Stand März 2021 im Holiday Park gehen. Los geht's! Platz 10, Burg Falkenstein. Eine der ältesten noch im Park stehenden Attraktionen ist der 1987 eröffnete Endlos-Dark-Ride von Mack Rides, der seine Mitfahrer auf eine Reise in eine längst vergangene Zeit mitnimmt. Ritter, Drachen und Brandpfeile. Die Attraktion ist sicherlich nicht auf dem modernsten Stand der Technik und hat ihre beste Zeit auch schon lange hinter sich, aber dennoch einfach einen gewissen Charme. Bei einem Besuch gehört eine Fahrt mit Burg Falkenstein zum Pflichtprogramm, alleine schon, weil hier nur selten mit einer höheren Wartezeit zu rechnen ist. Außerdem finde ich persönlich das Mittelalterthema echt ganz cool. Platz 9. Mayas Blütensplash. Hinter diesem Namen verbirgt sich ein kleiner Geheimtipp im Holiday Park. Im Themenbereich Mayaland, nein, nicht Mayaland, sondern Mayaland, der dementsprechend thematisch auf der Kinderserie Biene Maya aufbaut. Hier befindet sich auch Mayas Blütensplash, ein Rundfahrgeschäft des Typs Flying Fish von Cira, das mit einer liebevollen Gestaltung und einem nicht zu unterschätzenden Fahrspaß überzeugen kann. Außerdem wird die Fahrt noch durch einen grauenvoll niedlichen Onboard-Soundtrack Maya, fliege hoch, hoch, hoch. Und Wassereffekte aufgewertet. Platz 8, Mias Elfenflug. Ein weiterer familiengeeigneter Flatride, der aber auch von größeren Besuchern nicht unterschätzt und auf keinen Fall ausgelassen werden sollte, ist Mias Elfenflug. Hier kann genau wie bei Mayas Blütensplash die Fahrhöhe selbst beeinflusst werden. Der Windstars von Zamperla befindet sich im Indoor-Themenbereich des Holiday Parks Holiday Indoor und wurde 2018 mit dem Bereich, der ganz den Kinderserienlizenzen wie Tabaluga, Heidi und Co. gewidmet ist, zusammen eröffnet. Platz 7. Skyfly. Welches Fahrgeschäft könnte sich nur hinter diesem äußerst kreativen Namen verbergen? Die zweite Auslieferung in Deutschland des Fahrgeschäftstyps Skyfly von Gerstlauer wurde 2015 mit dem Themenbereich Airshow 71 eröffnet. In diesem Bereich dreht sich alles rund um das Thema Fliegen. Das gleiche gilt auch für den Skyfly. Wie für diesen Fahrgeschäftstypen üblich, könnt ihr das Fahrerlebnis selbst beeinflussen. Zwischen einem entspannten Rundflug oder wilden Überschlägen ist alles möglich. Platz 6. Wiki Splash. Hierbei handelt es sich um einen klassischen Lokflug von Mack Rides, der bereits seit 1992 im Park steht und 2014 mit einer netten Wiki-Thematisierung ausgestattet wurde. Vor der Saison 2014 war die 600 Meter lange Wasserbahn mit drei Abfahrten, von denen eine sogar rückwärts ist, noch unter dem Namen Teufelsfässer in Betrieb. Mit der Umgestaltung wurde auch der umliegende Bereich angepasst, der in dieser Saison auch durch zwei weitere Attraktionen, einen Disco-Coaster von Zamperla und ein Mack Rides Splash Battle sowie einen großen Spielplatz erweitert werden wird. Wiki Splash ist zwar jetzt nichts Herausragendes, gehört jedoch für mich trotzdem zu den Top 10 Wasserbahnen in Deutschland und ist unter den Lokflumes einer meiner Favoriten. Platz 5. Lighthouse Tower. Für einen schönen Ausblick über den gesamten Park und die Umgebung eignet sich eine Fahrt auf dem Lighthouse Tower. Der 80 Meter hohe Starflyer von Funtime sieht nicht nur sehr gut aus, sondern ist auch nicht zu unterschätzen. Während sich die Gondel in eine schwindelerregende Höhe begibt, wird eine Geschwindigkeit von bis zu 70 km/h erreicht. Nichts für schwache Mägen. Daher übrigens auch nur dank Nick in diesem Ranking, denn mir wird schon schwindelig, wenn ich den Turm nur von außen sehe. Platz 4. Dino Splash. Dino Splash war die Neuheit des letzten Jahres und ist ein Rapid River von Intermin mit einer Streckenlänge von 500 Metern und einer sehr gelungenen Gestaltung zum Dino-Thema. Die reine Attraktion wurde jedoch bereits 1984 für Baukosten in Höhe von etwa 3,5 Millionen Euro unter dem Namen Donnerfluss als erster Rapid River Deutschlands eröffnet. Kleiner Funfact am Rande, der alte Name kam nicht von ungefähr. Sowohl der Name als auch das Logo wurden von der offiziell ersten Anlage dieser Art, Thunder River, im mittlerweile nicht mehr existenten Six Flags Astro World übernommen. In seinen letzten Jahren war der Zustand des Donnerflusses wirklich alles andere als gut. Die neue Gestaltung wertet die Attraktion ungemein auf und macht sie zu einem der absoluten Highlights im Holiday Park. Platz 3. Skyscream. Die erste Achterbahn in unserem Ranking. Das liegt allerdings überwiegend daran, dass es im Holiday Park derzeit auch nur drei Achterbahnen gibt. Die vierte eröffnet erst im Laufe des Jahres. Eine davon ist Skyscream, ein Premier Ride Skyrocket 2 aus dem Jahr 2014. Aber Skyscream ist nicht für schwache Nerven und das beginnt schon vor der eigentlichen Achterbahnfahrt. Der Wartebereich vollständig Indoor und eine Geisterbahn zum Durchlaufen.
Von allen Seiten können jeden Moment erschreckende Geräusche ertönen, untote Wesen auftauchen oder überraschende Effekte ausgelöst werden. Wenn man es dann dennoch bis in die Station schafft und den Wagen Platz genommen hat, beginnt die intensive Fahrt auf Europas erstem Triple Launch Coaster. Ein Muss für jeden Achterbahn-Fan. Platz 2, Anubis Freefall Tower. Hier ist der Name Programm, denn der Anubis Freefall Tower ist ein Freefall Tower. Der Giant Drop Tower von Right Trade bzw. Intermin steht seit 1997 im Park, unweit vom Eingang und gleich neben dem allseits bekannten Platz der tanzenden Fontänen. Mit einer Fallhöhe von knapp 70 Metern kann sich der Turm wirklich sehen lassen. Für die Gestaltung der Attraktion trifft dies leider nicht so ganz zu. Auch wenn der Name eine Thematisierung basierend auf der Serie Das Haus Anubis erahnen lässt, ist das leider nicht direkt der Fall. Die Thematisierung, in Anführungszeichen, besteht hier lediglich aus billigen Fototapeten, die das Gebäude von außen umgeben, was sich auch innen weiter fortsetzt. Auch ansonsten ist der Freefall Tower an sich optisch nicht gerade der überzeugendste seiner Art. Die Fahrt macht aber dafür umso mehr Spaß und sorgt für einen ordentlichen Adrenalinkick. Platz 1, Expedition GeForce. Das Expedition GeForce oder um ganz genau zu sein, Big FM Expedition GeForce, ganz oben in diesem Ranking steht, sollte jetzt nicht die größte Überraschung sein. Für viele ist die Achterbahn schließlich der Grund, den Holiday Park zu besuchen. Mit dem Megacoaster von Intermin hat sich der Holiday Park 2001 eine echte Sensation ins Attraktionsportfolio geholt. Eine Streckenlänge von 1220 Metern, eine der besten First Drops aus einer Höhe von 53 Metern und sehr viel Airtime. Während der knapp einminütigen Fahrt wird eine maximale Geschwindigkeit von 120 km/h erreicht. Einziger Kritikpunkt könnte die nicht vorhandene Thematisierung sein, was den Fahrspaß natürlich in keinster Weise mindert. Die Bahn überzeugt nicht nur mit ihrer überragenden Airtime, sondern auch mit ihrem abwechslungsreichen und intensiven Layout, was die Anlage zu einer Achterbahn der Superlative macht. Die Mischung aus Geschwindigkeit und Richtungswechseln sowie stark wirkenden Kräften von bis zu 4,5 g macht die Bahn zur ungeschlagenen Nummer 1 des Holiday Parks. Damit kommen wir auch nun schon wieder zum Ende dieses Videos. Was sind eure Lieblingsattraktionen im Holiday Park und wie würde euer Ranking aussehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Hat euch das Video gefallen, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn euch der Holiday Park interessiert, gibt es außerdem noch eine gute Nachricht, denn hierzu ist bereits ein weiteres Video geplant, in dem es dann um die Geschichte des Parks gehen wird. Um dieses und weitere Videos dann auf gar keinen Fall zu verpassen, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Schaut außerdem unbedingt mal bei Coaster World vorbei, der mir freundlicherweise auch die tollen Aufnahmen im Hintergrund zur Verfügung gestellt hat. Den Kanal findet ihr in der Beschreibung. Dort findet ihr übrigens auch den Link zum brandneuen Kirmes Entertainment Online Shop auf der ebenfalls neuen Website. Im Shop gibt's T-Shirts, Hoodies und Sweatshirts mit verschiedenen coolen Designvariationen, aber auch zum Beispiel diesen wirklich besonderen Kirmes Entertainment X Champion Rucksack. Schaut einfach mal vorbei, vielleicht findet ihr genau das Richtige für euch. Damit bis zum nächsten Video und ciao!